Die Preise steigen weiter, die Energiekrise spitzt sich zu, aber wir lassen niemanden allein. Wir haben einen Plan. Das hat Olaf Scholz seit Beginn der Teuerkrise immer wieder betont. Doch wie sieht dieser Plan aus? Die horrenden Energiekosten, die bringen schon jetzt viele kleine und mittlere Betriebe ans Existenzlimit. In der Sendung Ilna wird Scholz gestern von Bäckerin Cornelia Stiebling gefragt. Was wollen Sie tun, um die kleinen und mittleren Familienbetriebe am Leben zu halten? Wir werden nicht alle Preise runter subventionieren können. Ich glaube, so viel Wahrheit gehört dazu. Das kann kein Staat der Welt, das können auch wir nicht, obwohl wir über erheblich mehr finanzielle Möglichkeiten verfügen als viele andere. Ja, das sind keine unbedingt guten Nachrichten, aber die Regierung helfe ja mit Tankrabatt, 9-Euro-Ticket, EEG-Umlage. Aber es muss natürlich auch so sein, dass man sich das Leben leisten kann. Ja, das wünschen wir uns alle, dass wir uns das Leben leisten können. Wir sprechen jetzt mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Alt hier im Studio. Schön, dass Sie hier sind, Herr Alt. Morgen. Viele Deutsche machen sich Sorgen. Viele Deutsche blicken mit großer Angst in den Herbst. Und andere können schon jetzt ihre Rechnungen nicht bezahlen. Wir wollen das aber weiterhin. Wir wollen nicht in die Armut abrutschen. Was muss getan werden? Ja, ich kann verstehen, dass viele mit Sorgen in die Zukunft blicken. Wir haben eine sehr, sehr große Inflation, die vor allen Dingen durch Energiekosten getrieben ist, teilweise auch durch Lebensmittelpreissteigerungen. Und jetzt, was wir jetzt machen als Bundesregierung, als Koalitionsfraktion, das sind zwei Dinge. Wir sagen einmal kurzfristig, wir haben zwei Entlastungspakete ja verabschiedet. Die kosten ungefähr 30 Milliarden Euro, die wir dort investieren dieses Jahr. Und das Interessante dabei ist ja, viele sagen ja, es reicht noch nicht aus, aber viele der Maßnahmen greifen ja noch gar nicht. Viele Auszahlungen sind auch gar nicht erfolgt, also die wirken für die Menschen auch noch gar nicht. Zum Beispiel das Energiegeld, was ja erst im September ausgezahlt wird. Oder jetzt werden für Grundsicherungsempfänger, für Rentner, für Wohngeldempfänger in diesem Monat Zahlungen gemacht, um kurzfristig zu helfen. Und langfristig gucken wir, dass wir unabhängig von fossiler Energie werden, haben deshalb gestern über 20 Gesetze geändert, um langfristig in Deutschland eben klimaneutrale Energie selber produzieren zu können. Also im Hintergrund vielleicht nicht immer sichtbar, da rödelt und wurschtelt man und sucht Lösungen und versucht Dinge auf den Weg zu bringen. Dennoch, der Kanzler sagt, wir werden nicht alle Preise runtersubventionieren können. Das klingt so ein bisschen auch nach Pech gehabt, auch Eigenverantwortung. Es kommt auch Dicke und wir können auch nicht alles tun. Lese ich das richtig raus? Ja, das ist richtig. Es ist ja im Haushaltsentwurf schon so, dass es quasi ganz wichtig ist, dass wir soziale Sicherheit, die äußere Sicherheit und die gesellschaftliche Sicherheit eben gemeinsam denken. Und das ist ganz, ganz wichtig. Der Kanzler hat vom Unterhaken gesprochen. Und darum gibt es jetzt auch eine sogenannte konzertierte Aktion. Das heißt, dass sich der Kanzler mit Arbeitnehmervertretern, mit Arbeitgebervertretern trifft, regelmäßig in kurzen Abständen, um wirklich zu beraten, alle paar Wochen, was können wir jetzt tun, was ist jetzt noch erforderlich, wie müssen wir diese Maßnahmen anpassen, weil wir können das noch nicht absehen, was im Herbst und Winter kommen wird, was wir brauchen. Deshalb ist es wichtig, dass wir schnell reden und handlungsfähig bleiben. Aber es droht eine neue Armut, stimmen Sie dazu? Es droht in jedem Fall für viele Haushalte eine Situation, in der es ziemlich hart wird, Energierechnungen zu bezahlen. Das stimmt schon. Also sprich, in Deutschland werden Menschen vor Rechnungen stehen, die sie nicht begleichen können. Das hoffe ich nicht, wird aber im Einzelfall sicherlich vorkommen. So ehrlich muss man sein. Ja. Was wollen Sie den Menschen sagen, die jetzt schon Angst und Bange haben? Wir hören immer so, duschen Sie kürzer, achten Sie auf die Lichtschalter, kaufen Sie weniger ein. Was sind Tipps, womit man vielleicht sich irgendwie rüsten kann für den Herbst, für den Winter, für all die Menschen, denen jetzt Angst und Bange wird? Naja, weniger einkaufen, das wäre, also sollte keiner an die Lebensmittel sparen, sofern das möglich ist. Ich weiß, dass manche Menschen auch das tun müssen und das ist natürlich ganz, ganz dramatisch. Ich hoffe jetzt einfach, dass die Maßnahmen wirken, die wir geben. Wir haben ja ganz, ganz viele Entlastungen. Wir haben zum 1.7. die EEG-Umlage abgeschafft. Das sind schon mal 4 Cent knapp pro Kilowattstunde, die auf der Stromrechnung wegfallen. Ja? Und viele andere Entlastungsmechanismen, die jetzt wirken. Und ich hoffe, dass die bei den Menschen wirklich ankommen. Ansonsten müssen wir nachlegen. Das hoffen wir alle. Noch ein paar positive Worte zum Schluss, denn wir haben auf so schöne Bilder in dieser Sendung geschaut, die Hochzeit von Christian Lindner und Franka Lehfeldt. Genießen Sie das auch, mal abseits des politischen Trubels solche Bilder zu sehen, oder gehören Sie zur Fraktion und sagen, mein Gott, ist das ein Brimborium? Ja, es ist nett, es bedient so ein bisschen ein Interesse, aber wie gesagt, ich konzentriere mich darauf, dass wir Politik für die Menschen machen. Ich freue mich, dass wir gestern beschlossen haben, dass zum Beispiel, wenn man jetzt eben sich eine Solaranlage aufs Dach packt, dass wir, wenn wir über den Eigenbedarf einspeisen, dass jetzt besser vergütet wird, dass wir Wasserkraftwerke erhalten können, ne, dass die weiter gefördert werden, die es ja vor allen Dingen auch in Süddeutschland gibt. Dass diese Dinge jetzt auf den Weg kommen, das ist für mich jetzt wichtiger als Christian Lindners Hochzeit. Alles klar. Johannes Alt, vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch hier heute Morgen, an diesem frühen Morgen hier im Studio zu dringenden und drängenden Fragen. In was für einen Herbst, in was für einen Winter steuern wir und was kann die Politik tun, um uns da allen zu helfen, damit Deutschland nicht in die Armut abrutscht? Danke Ihnen für Ihre Informationen. Vielen Dank.